Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Natalie und bei mir dreht sich alles ums Selbermachen. Und in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr eine Springform bzw. eine Tortenform zu einem Toni-Regal upcyclen könnt. Bestenfalls ist eure Springform noch defekt, wie die meine. Bei mir konnte ich den Verschluss nicht mehr spannen, der war irgendwie ausgeleiert. Und seitdem lag die Springform jetzt sicher schon ein gutes Jahr bei mir in meiner Krimskramskiste und hat auf eine Upcycling-Idee gewartet. Und das war jetzt mit dem Toni-Regal soweit. Ich zeige euch im Video eine genähte Variante, da ich mit einem Outdoor-Stoff genäht habe. Ihr könnt aber auch, wenn ihr nicht nähen wollt oder einfach keine Nähmaschine habt, das Ganze mit zum Beispiel Filz machen. Den müsst ihr nicht versäubern, einfach nur ausschneiden, aufkleben, fertig. Genau. Und wie man das Ganze jetzt macht, zeige ich euch jetzt. Für das Toni-Regal habe ich verwendet Outdoor-Stoffe in Senfgelb, in Hellbraun und in Schwarz, einen goldenen Lederstoff und Volumenvlies für die Ohren. Ihr braucht Stoffklammern, eine Nähseide, Lineal, Stift, Heißklebepistole, eine Schere, eure Nähmaschine, einen Akkubohrer oder eine Bohrmaschine zum Anbringen an die Wand des Toni-Regals und eine Springform. Das hier ist meine Springform. Wie bereits im Intro erwähnt, konnte ich hier diesen Verschluss nicht mehr spannen. Nehmt euch zunächst ein Blatt Papier und zeichnet einmal rundherum um eure Springform. Halbiert euch am besten den Kreis, damit ihr später dann ein symmetrisches Löwengesicht habt. Beginnt dann damit, die Nase, das Maul, die Stirn, die Augen, die Ohren und die Mähne des Löwens aufzuzeichnen. Mir gefällt das so, daher messe ich mir die Mähne aus und ermittle, dass ich pro Mähnenteil einen Stoffzuschnitt von 14 x 8 cm benötige. Von den Mähnenstücken brauche ich dann später 7 Stück. Für die Ohren halbiere ich mir wieder das Blatt und schneide dann das Ohr aus. So habe ich dann eine symmetrische Form. Für die Nase und für den Nasenrücken des Löwens gehe ich genauso vor. Also wieder das Blatt halbieren und die Teile ausschneiden. Nehmt euch die Schablone für die Ohren und zeichnet sie viermal auf den gelben Stoff auf. Viermal deshalb, weil ihr pro Ohr 2 Stoffstücke braucht. Eines für vorne und eines für hinten. Schneidet die Ohren mit einer Nahtzugabe von ungefähr 1 cm aus. Dort, wo das Ohr am Kopf vom Löwen anliegt, wird das Ohr nicht genäht. Ich schneide dort etwas großzügiger zu, beziehungsweise schneide da einfach waagrecht hinüber. Genau das gleiche mache ich jetzt beim Volumenvlies, wobei er hier nur 2 Stück benötigt. Also pro Ohr eines. Jetzt fehlt noch das Innere vom Ohr, also das rosane Stückchen. Ich nehme mir dazu wieder meine Schablone und zeichne es mir auf. Dann halbiere ich das Ohr wieder und schneide es aus, damit es symmetrisch ist. Ich verwende jetzt hier einen rosanen Lederstoff, wo ich die beiden inneren Ohrenteile auftrage. Also ihr braucht hier natürlich auch für jedes Ohr eines. Hier könnt ihr entlang der Linien ausschneiden, ihr braucht keine Nahtzugabe zugeben, seid aber unten, also dort, wo das Rosane wieder beim Kopf vom Löwen anliegt, etwas großzügiger und lasst dort etwas mehr Stoff stehen. Legt die rosanen Teile jeweils auf ein gelbes Ohr und näht sie rundherum fest. Ich nähe dabei mit einem Zickzackstich und stelle bei der Nähmaschine eine Stichbreite von 2,5 und eine Stichlänge von 0,7 ein. Ihr könnt aber natürlich auch jede andere Sticheinstellung wählen. Jetzt legen wir die einzelnen Ohrenteile aufeinander. Legt ein gelbes Ohr mit der rechten schönen Seite nach oben vor euch hin. Legt dann das Gegenstück oben darauf, dabei liegt die schöne Seite nach unten. Und dann könnt ihr das Volumenvlies oben drauf legen. Fixiert euch alles gut mit Stoffklammern und näht dann einmal der Rundung entlang. Näht dabei mit einem Geradstich entlang der gezeichneten Linie, die eurer Vorlage entspricht. Vergesst nicht, Anfang und Ende der Naht zu verriegeln. Damit ihr nach dem Wenden der Ohren ein schöneres Ergebnis habt, schneidet am besten die Nahtzugabe etwas zurück. Schneidet die Nahtzugabe bei der Rundung mit so kleinen Schnitten ein. Achtet aber darauf, dass ihr nicht in die Naht schneidet. Jetzt könnt ihr die Ohren wenden, so dass die schöne Seite außen liegt.
Formt dann die Rundungen schön aus, nehmt euch dabei am besten einen stumpfen, schmalen Gegenstand zur Hilfe und streicht dabei innen an der Nahtzugabe entlang. Steppt jetzt die Außenkante der Ohren knappkantig ab. Ich nähe dabei mit einem Geradstich, aber ihr könnt hier zum Beispiel auch einen schönen Zierstich verwenden. Somit sind die Ohren vom Löwen fertig. Für die Mähne schneidet ihr euch 7 Stoffstücke in der Größe 14 x 8 cm zu. Halbiert euch jedes Stoffstück an der kurzen Seite und so, dass die rechte schöne Seite innen liegt, und fixiert euch sie mit einer Stoffklammer. Näht die Stoffstücke an den 3 Seiten zusammen, die obere Seite bleibt offen, dort wird dann das Stück gewendet. Ich nähe dabei mit einem normalen Geradstich. Jetzt werden die beiden Ecken zurückgeschnitten. Dann könnt ihr das Stoffstück auch schon wenden und die Ecken mit einem schmalen, stumpfen Gegenstand ausformen. Steppt die genähte Naht ab, indem ihr entlang der 3 Seiten mit einem Geradstich knappkantig abnäht. Meine 7 Mähnenteile sind nun fertig genäht. Somit ist das Äußere vom Löwengesicht fertig. Den Nasenrücken schneide ich entsprechend der Vorlage zu. Ich verwende hier den gleichen Stoff wie bei der Mähne. Für die Nase verfahrt ihr genauso wie für den Nasenrücken. Einmal am schwarzen Stoff die Vorlage für die Nase nachmalen und ausschneiden. Nehmt euch den Tortenboden und legt ihn euch auf euren Stoff. Bei mir ist es hier der senfgelbe Stoff und zeichnet dann einmal großzügig rundherum. Ganz so großzügig wie bei mir hier muss es aber nicht sein. Schneidet das Stoffstück an eurer gezeichneten Linie aus. Auf der rechten Stoffseite zeichne ich mir dann mit Schneiderkreide den Tortenboden nochmal mittig auf. Auf der linken Stoffseite des Nasenrückes bringe ich einen Streifen doppelseitigen Klebeband an. Dann lege ich mir den Nasenrücken so auf, wie es mir gefällt. Dabei lasse ich oben den Nasenrücken einen guten Zentimeter über meine vorher gezeichnete Linie drüber stehen. Mit dem Lineal messe ich dann noch den Abstand zu den Seiten aus, damit der Nasenrücken auch mittig liegt. Dann kann der Nasenrücken auch schon angenäht werden. Ich nähe dabei mit einem schmalen Zickzackstich. Kurz vor Ende entferne ich dann noch das doppelseitige Klebeband und nähe dann den Rest fertig. Unter dem Nasenrücken wird dann die Nase angenäht. Hier verwende ich den gleichen Stich wie zuvor beim Nasenrücken. Als nächstes wird das Maul aufgenäht. Dazu nehme ich mir wieder die Schablone zur Hilfe, damit ich dann eine symmetrische Form vom Maul habe. Das Maul zeichne ich mir gemäß meiner Vorlage auf und nähe dann entlang dieser Linie nach. Auch hier nähe ich wieder mit einem engen Zickzackstich und nähe von einem Maulende an das gegenüberliegende Ende. Für die Schnurrhaare habe ich mir auch eine Schablone angefertigt, die ich zweimal aus einem goldenen Lederstoff ausschneide. Auch hier nähe ich wieder mit einem Zickzackstich, wie bei Maul, Nase und Nasenrücken. Macht euch für die Augen 2 Schablonen und positioniert sie euch so, wie es euch gefällt. Übertragt dann die Maße auf den Tortenbodenteller und bohrt dort mit der Bohrmaschine ein Loch hinein. Ihr braucht die Löcher zum Aufhängen an die Wand. Die Schraubenköpfe werden dann also später durch das Aufkleben der Augen verdeckt sein. Kontrolliert, ob ihr euer Löwengesicht mittig platziert habt. Sonst könnt ihr nochmal das Tortenteller auflegen, so dass es mittig ist, und nochmal mit Kreidestift rundherum zeichnen. Bei mir hat das gut geklappt und daher schneide ich entlang der Linie aus. Zum Versäubern nähe ich mit einem Zickzackstich einmal komplett rundherum. Jetzt wird das Löwengesicht auf das Tortenteller geklebt. Und zwar so, dass die Position der Augen mit den Löchern auf dem Tortenteller übereinstimmen. Zum Ankleben verwende ich eine Heißklebepistole. Um das Löwengesicht mal zu fixieren, klebe ich es in der Mitte, also dort, wo die Nase ist, am Tortenteller an. Jetzt lege ich die Ohren und die einzelnen Mähnenteile rundherum auf und rücke sie mir zurecht. Dann werden die einzelnen Teile mit Heißkleber an die Rückseite des Tortentellers angeklebt. Zu guter Letzt könnt ihr dann noch die untere Hälfte des Löwengesichtes mit Heißklebepistole ankleben.
Die obere Hälfte könnt ihr erst ankleben, nachdem ihr das Toni-Regal an die Wand geschraubt habt. Ist die untere Hälfte vom Löwengesicht fertig angeklebt, könnt ihr die Springform oben draufsetzen und den Verschluss spannen. Da bei mir der Verschluss kaputt ist, habe ich durch den Tortenring und durch den Verschluss selbst ein Loch gebohrt, damit ich die Beine mit einer Schraube und einer Flügelmutter zusammenziehen kann. Und voilà, fertig ist euer selbstgebasteltes Toni-Regal aus einer Springform. Hat euch mein Video gefallen? Dann drückt doch die Glocke und abonniert meinen Kanal, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt voilà.